Kunst muss nicht immer statisch sein. Mit diesem rollenden Museum hatten Besucher der Lange Nacht der Museen die Möglichkeit, auf eine kleine Zeitreise zu gehen. Rund 80 Oldtimer kutschierten die Gäste durch die Nacht. Also die erste Fahrt war mit so einem amerikanischen Taxi, wo man aus die ganzen Filme kennt. Und die Rückfahrt waren wir halt jetzt in dem Bus, der wo eine ganz tolle Fanfare aus Hupe hat. Sehr cool. Also nicht nur die Autos, sondern die Fahrer waren auch wahnsinnig nett. Die haben einen rumgefahren, waren uns die vorkommen wie in einer anderen Zeit. Das war echt sehr cool. Während die einen gut vorbereitet in die Museumsnacht starteten, ließen die anderen sich lieber durch das Angebot treiben. Wer gerne moderne und zeitgenössische Kunst bewundern wollte, der war in der Pinakothek der Moderne am richtigen Platz. Für Kunsthistorikerin Ute Erlers ein Arbeitstag mit einer ganz besonderen Herausforderung. Ich kann jetzt hier an der Nacht der Museen nicht anderthalb Stunden mit jemandem durch das Gebäude gehen. Also müssen wir uns kurz, knackig, prägnant schaffen, über bestimmte Hotspots oder Kunstwerke zu sprechen, sodass die Leute Zeit haben, weiterzugehen. Aber auch vielleicht, wenn sie dann nachher nach Hause kommen, sagen, Mensch, der Andy Warhol, das war ein Knaller, da komme ich wieder in die Pinakothek der Moderne. Dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Über 90 Museen luden auch dieses Jahr wieder zum nächtlichen Rundgang durch Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technik. Im Kunstbau München konnten die Besucher sogar eine Premiere erleben. In diesem Jahr haben wir etwas gemacht, was wir sonst wirklich nie machen. Und zwar diese Ausstellung, das ist unser Highlight in diesem Jahr. Das haben wir für die Lange Nacht geöffnet, bevor es überhaupt für das Publikum eröffnet worden ist. Die Bilder von Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin könnte man auch als Geburtsstunde des deutschen Expressionismus bezeichnen. Noch nie wurden ihre Werke in einer gemeinsamen Ausstellung gezeigt. Die Lange Nacht der Münchner Museen begeistert aber nicht nur Kunstliebhaber. Ich lebe schon seit längerem in München und wollte schon öfter mal zu Museen, aber hat nie geklappt. Und das hat sich heute super ergeben. Weil es wunderschön ist, nachts vor allem durch München durchzugehen und einfach mit den Leuten. Und man sieht halt auch so viel. Dann hat man schon die Möglichkeit, so viele Sachen auf einmal zu sehen. Ob ruhig und besinnlich mit einer Lichtinstallation in der Kirche oder bei ausgelassener Stimmung nachts im Gewächshaus. Die Erlebnisse der Museumsnacht waren vor allem eines, bunt gemischt.